In Hose, Bluse und Blazer. So kennen wir die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die in all den Jahren ihrem klassisch eleganten Look treu geblieben ist. Doch nun überrascht sie bei einer festlichen Karnevalssitzung im Eurogress Aachen in einem extravaganten Outfit, bei dem ihre sonst perfekt geföhnte Kurzhaarfrisur komplett absteht. Während der Preisverleihung des wieder den tierischen Ernst erscheint sie nämlich als furchteinflößender Vampir auf der Bühne und schwebt fast förmlich über das Parkett. In ihrem bodenlangen Samtumhang mit violetten und schwarzen Details, der sich bei ihrer bissigen Rede mitbewegt, steht sie allen anderen kostümierten PolitikerInnen die Show. Um den Look der Untoten zu unterstreichen, hat sich die 64-Jährige zudem auch Make-up-technisch ausgetobt. Dunkler Lidschatten und Kajal umranden gekonnt ihre Augen und helles Make-up lässt ihre Haut blass erscheinen. Der blutrote Lippenstift rundet den gruseligen Fashion-Look der FDP-Verteidigungspolitikerin ab.